Leute, heute werden ich und Ray richtig viel Geld ausgeben. Einer von uns beiden hat für den ganzen Tag 10.000 Euro zur Verfügung. Und der andere hat leider nur 100 Euro zur Verfügung. Die Frage ist nur, Leute, wer von uns bekommt den teuren Großeinkauf und wer von uns bekommt das billige? Lass uns das herausfinden! Ey, Fati, welche von den beiden soll ich nur nehmen? Ich weiß nicht, Mann. Leute, in einem Tablett sind ganze 10.000 Euro drin. Und in dem anderen nur 100 Euro. Aber was ist wo? Ich würde sagen, Ray, fang du an. Nein, fang du an. Nein, fang du an. Ja, okay, ich fang an. Ey, was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen? Nein. Was? 100 Euro? Was? Was ist los hier? Oh, was? Das sind 100 Euro? Ja. Das sind 10.000 Euro bei mir. Ja, Mann. Boah, endlich darf ich auch mal 10.000 Euro ausgeben. Weißt du, wie lange ich auf diesen Tag gewartet habe? Okay, Freunde, wie ihr gesehen habt, hat Ray für den ganzen Tag 10.000 Euro und ich habe nur 100 Euro, Freunde. Leute, wisst selber, wie viel Geld ich ausgebe, Freunde. Deswegen wird das die schwierigste Challenge, die ich je gemacht habe. Aber, Freunde, bis jetzt habe ich alles überstanden, Leute. Und das werde ich auch überstehen. Ey, Freunde, was redest du da? Komm jetzt, ich will einkaufen. Junge, ist das eine Handtasche, Mann? Was ist das? Hey, Junge, ich werde meine Sachen reintun. Jetzt komm. Na, okay, Mann, lass losgehen. Und wo willst du deinen Einkauf starten? Wo ich meinen Einkauf starten will? In einem Garten, Leute! In einem Garten? Hey, ja, warum? Junge, du hast 10.000 Euro. Gehst du erst in einen Garten? Hey, ja, warum? Das ist doch richtig geil, Mann! Boah, Leute, hier sind die Treos Maximus Blüten. Boah, die sind zu heftig. Zieht euch mal die pinke Farbe rein. Boah, Leute, hier ist die Schneeflocus Taurus. Boah, die gibt es nur 30 Mal hier auf der Welt. Guckt euch doch mal an, wie heftig die aussieht. Leute, hier ist die Feuer Nyrox Lichium Pflanze, Leute. Junge, was bist du für ein Freak, Alter? Was redest du für Feuerus Maximus? Was laberst du da? Hey, Junge, guck doch mal, wie geil die aussieht. Nur weil du zu dumm bist, diese Schönheit zu erkennen, oder was? Boah, Leute, hier ist die Helianthus Anusblüte. Guckt euch mal diese Pracht an, Freunde. Junge, das ist eine scheiß Sonnenblume, Mann. Was ist los mit dir? Hey, Junge, ist das dein Ernst? Junge, nochmal, das ist die Helianthus Anusblüte. Was für ein Dummkopf! Was? Nein! Nein! Junge, nicht im Ernst, Alter! Niemals! Niemals! Nein, 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 nein! Junge, Leute, das ist die Magnamus Camuisa Pflanze! Leute, die gibt's nur 5 Mal auf der Welt und ich darf die jetzt endlich mal haben, oder was? Oh mein Gott, Freunde, das ist zu heftig! Und die kostet nur 2.000 Euro, Freunde, die werde ich direkt mitnehmen! Junge, 2.000 Euro? Hey, ja, warum? Was ist denn daran so schlimm? Ich hab doch 10.000 Euro! Weißt du was, kann mir egal sein, ist ja sowieso dein Geld! Hey, Junge, lass mich doch! Ey, Leute, endlich kann ich diese Pflanze in meiner Sammlung hinzufügen! Meine Hände als Vase für diese Pflanze. So, Leute, jetzt sind wir bei meinem 10.000 Euro Einkauf im Zoogeschäft. Junge, du hast 10.000 Euro und gehst zuerst in einen Garten und jetzt in ein Zoogeschäft? Was bist du denn für einer? Junge, du bist doch nur neidisch, weil du kein Geld hast, Mann. Junge, lass mich in Ruhe. Boah, Junge, guck mal, wie schnell die Affen sind. Du willst einen Affen kaufen oder was? Hey, ja, Mann, die sind doch voll geil. Hey, soll ich da reingehen? Da reingehen willst du? Hey, ja, warum nicht? Was sollen die denn machen? Leute, ich gehe jetzt ins Affengehege. Ab jetzt muss ich leise sein, Leute. Also, pssst. So, Leute, jetzt werde ich den Affen füttern.
So, Leute. Oh mein Gott, das ist so geil. Komm bitte, dann komm. Oh, das ist so geil. Ray, was ist das? Boah, Junge, der hat mir auf meinem Arm gekackt. Junge, geh mal da raus, Alter. Boah, ich will doch keine Affen, Mann. Guck mal, jetzt, was ich auf meinem Arm hab, Mann. Junge, jetzt muss ich alles wegmachen. Ja, das ist doch deine Entscheidung. Du wolltest so zum Zoo gehen. Boah, Junge, woher soll ich denn wissen, dass die so ticken, Mann? Komm, lass uns weitergehen. Oh mein Gott, Leute, ich hab einfach eine Schlange in der Hand. Ey, Leute, die ist so heftig. Soll ich mir die holen, oder was? Hey, Junge, wie traust du dich das mal? Was ist los mit dir? Hey, Junge, ist doch voll chillig, oder nicht? Guck mal, wie süß das ist. Das siehst du, was ich hier gesehen habe. Du willst mich verarschen, was ist das? Boah, Junge, das ist aber eine richtig heftige Schlange. Boah, die ist voll geil. Boah, Alter, das ist ja wie ein Handtuch. Ja, okay, kaufst du jetzt oder nicht? Hey, nein, Mann, ich hab doch schon 5 Stück zu Hause. 5 Stück? Ja, 5 Stück, Mann. Ey, boah, die will ich haben, unbedingt die. Ja, willst du dich verarschen? Willst du eine Schlange nach Hause bringen oder was? Hey, ja, Mann, die ist doch voll geil. Lauf mal weiter. Ey, ich nehme jetzt die Eidechse mit. Die willst du mitnehmen? Ja, Mann, guck mal, zu 100% nehme ich die mit. Guck mal, wir geben die jetzt auf die Hand, ne? Aber wenn du danach nicht kaufst. Junge, ich kauf die. Junge, klar kauf ich die, Mann. Guck mal, wie geil die aussieht. Die willst du haben? Hey, ja, guck mal, wie geil die aussieht. Boah, ich bin so froh, dass ich jetzt die extra gekauft habe, aber jetzt mal schnell auf Toilette. Hey, warte mal, Ray. Hä, was ist denn? Junge, du musst dein Paket hier abstellen, kannst du nicht lesen? Okay, warte, pass gut drauf auf, ich muss schnell auf Toilette. Ja, okay, mach schnell. Komm, Fati, lass uns gehen. Was ist los? Komm, lass uns zum Auto gehen jetzt. Boah, ich bin so froh, dass ich die Echse gekauft habe. Junge, du bist so komisch, jetzt zeig mal, wie die aussieht. Boah, guck mal jetzt, Alter. Aber erschreck dich nicht, okay? Ja. Wow. Hä, was ist das denn? Was ist das? Hey, Junge, pass mal auf! Ey, Junge, Alter, das ist ein Stofftier, Junge! Hä? Hey, Junge, Alter, wo ist die Echse? Ey, das kann doch nicht wahr sein, Mann! Ich hatte die doch! Oh mein Gott, du weißt noch, wo du deine Kiste in der Toilette abgestellt hast? Hey, ja? Junge, ich glaube, du hast die falsche Kiste genommen! Was, Junge, das kann nicht sein! Ey, wie dumm du bist! Ich habe umsonst 2000 Euro ausgegeben für den Stofftier, Mann! Junge, was hast du davon? Guck mal, wie du mit Geld umgehst! Boah, Alter! Weißt du was? Dafür, dass ich die Echse nicht bekommen habe, werde ich mir jetzt was richtig Krasses holen! Ja, was willst du denn holen? Weißt du, was ich mir jetzt holen werde? Ich werde mir einfach meinen eigenen Whirlpool holen! Was? Einen eigenen Whirlpool? Ja, genau, meinen eigenen Whirlpool! Junge, nimm mich mal mit! Junge, Alter, ich nehm dich nirgendwo mit! Junge, du kannst mal 100 Euro haben, bitte nimm mich mit! Was? 100 Euro? Junge, das glaubst du doch selbst nicht! Leute, ich geh gleich zu meinem Whirlpool rein! Ich bin so gespannt! Ihr wisst gar nicht, wie lange ich auf diesen Moment gewartet hab! Ihr wisst nicht, wie heftig das wird! Ich geh jetzt schön in den Pool! Und Fati? Fati kann gucken, wo er bleibt! Fati kann da drin schön schwitzen, während ich hier mein Leben am Genießen bin.
Jonah, du siehst ja aus wie ein Mensch vom anderen Stern, Mann. Junge, das passiert, wenn man sich mit mir anlegt. Ey, Fati, was machst du jetzt? Digga, das ist doch ein Fati. Leute, nachdem ich Ray in der Zone eingesperrt hat, möchte ich nichts mehr mit dem zu tun haben. Irgendwann wird er meine Hilfe brauchen und dann wird der alles zurückbekommen, Freunde. Ab jetzt, Freunde, bin ich auf mich allein gestellt und werde für den Rest des Tages ohne Geld auskommen müssen. Und wo ist es einfacher zu überleben als in der Wildnis, Freunde? Okay, Leute, ich glaube, jetzt muss ich mir was zu essen besorgen. Leute, seht ihr, was ich hier habe? Das ist einfach eine Angel, Freunde. Leute, ich werde einfach hier einen Köder dran machen, die Angel in diesen Teich hier auswerfen. Und schon, Freunde, haben wir einen Fisch. Wie einfach ist das denn? So, Leute, einfach diese Magier dran machen. Und jetzt einfach nur reintauchen, Freunde. Und jetzt muss ich noch warten, bis ein Fisch anbeißt. Boah, Leute, der Pool war so entspannt, obwohl er mich mehrere tausend Euro gekostet hat. Ey, Leute, das hat sich so gelohnt. Nachdem ich eingekauft habe und im Whirlpool gechillt habe, werde ich diese Nacht im luxuriösten und teuersten Hotel in der Gegend verbringen. Bis später, Leute. Ey, Leute, ich warte hier schon seit einer Stunde, aber es kommt einfach nichts, Freunde. Ich hab so Hunger, Leute, und ich glaube, ich werde aufgeben, Freunde. Ich kann einfach nicht mehr. Was? Ich glaube, da ist was, Leute. Was ist das, Leute? Ich schaff das, Leute. Wir haben es geschafft. Oh, Leute. Was kann es nur sein? Ey, ich bin so gespannt, Leute. Was? Eine Socke? Leute, ich habe einfach eine Stunde für diese Socke hier gewartet, Leute. Ich habe doch nicht allerernstens eine Stunde für diese ekelhafte Socke hier gewartet. Leute, ich habe wohl keine andere Wahl. Ich muss wohl eins von meinen Maden essen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, esse ich die Made in 3, 2, 1, go! Leute, das war so widerlich. Leute, ich glaube, das Ganze wird doch nichts. Ich glaube, ich werde einfach die Challenge verlieren müssen. Mann, ich wollte gerade bezahlen und die haben einfach meine Kreditkarte abgelehnt. Mann, warum haben die das gemacht, Leute? Hallo? Ist da die Bank? Ich wollte gerade ins Hotel und die haben einfach meine Karte abgelehnt. Was ist da los? Was? Ich habe kein Geld mehr auf dem Konto? Ich habe schon mein ganzes Geld ausgegeben? Nein, wie ist das möglich? Wo soll ich denn schlafen, Mann? Ist Ihnen doch egal, woher ich das Geld habe. Nein, ich bin nicht erst 9 Jahre alt und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Mann, Leute, was soll ich jetzt machen? Leute, ich glaube, ich bin krank geworden oder so, Freunde. Mir geht's so schlecht. Ich glaube, ich muss zu einem Krankenhaus, Freunde. Leute, ich kann nicht mehr. Leute, seht ihr das, was ich sehe? Ich glaube, ich bin gerettet. Oh mein Gott, Leute, hier ist einfach ein Baum aus, Freunde. Was ist das denn? Leute, was ist das denn für ein Zufall, Freunde? Das kann doch nicht sein. Leute, genau dann, wenn ich einen Ort zum Schlafen brauche, finde ich einfach einen Baum aus. Wie heftig ist das? Oh mein Gott, Leute, wie sieht das hier aus? Leute, ich habe ja einfach probiert, was zu trinken und was zu essen, Leute. Ey, wie geht das, Leute? So viel Glück kann nur ich haben. Oh mein Gott. Leute, ich habe hier einfach einen Fernseher und noch eine PS4.
dass ich unten verhungern werde. Aber jetzt hat sich alles ins Gute gewendet. Mann, Leute, ich weiß nicht, wo ich schlafen soll. Ich habe einfach keinen einzigen Cent mehr. Warum habe ich nur das ganze Geld ausgegeben? Hätte ich mal einfach für dieses Hotel gespart. Wartet mal, Leute. Ist das Ray? Mann, was soll ich jetzt machen? Ich kann doch nicht jetzt die ganzen Sachen zurückgeben. Jetzt muss ich einfach auf der Straße schlafen, Leute. Ist das einfach ein Baumhaus, Leute? Oh mein Gott, Leute. Ich habe hier einfach ein Baumhaus gefunden. Boah, wie viel Glück habe ich denn? Boah, das ist richtig geil. Boah, guck mal, wie geil das ist, Mann. Hier gibt's einfach alles. Ey, Leute, ich glaube, das ist mein Glückstag heute. Ey, Raymond, was machst du da unten? Hey, was machst du denn hier, Fatih? Junge, willst du mich verarschen? Was machst du mit meinem Baumhaus? Hey, Junge, sag mal, was ist denn dein Baumhaus? Junge, ich war hier zuerst, Mann. Geh weg von hier. Hey, nein, Junge, du hast mir nichts zu verbieten. Was? Nichts zu verbieten? Junge, warte auf, bis ich unten bin. Hast du vergessen, wie du mich in der Sonne eingesperrt hast? Hey Leute, ich glaube, ich muss abhauen. Hä, wo ist der Leute? Hä, Leute, er war doch gerade doch hier. Wo ist der Junge? Ray? Wo bist du? Ray? Hier ist er auch nicht, Leute. Leute, ich muss den Jungen finden. Er will mich pranken oder so, ganz bestimmt. Ey, wo kann der Junge noch sein? Ray? Ray? Was machst du da? Ey, Raymond, was machst du da?